Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von TechKarton. Ich bin Yannick und das ist der Raspberry Pi 3. Den werden wir in Lecture Zeit wahrscheinlich öfters sehen. Heute gibt es aber erstmal nur ein Unboxing und ich stecke ihn in ein Case rein. Mehr dazu aber nach dem Intro. So, wir haben also hier diese wunderschöne Box, auf der steht schon drauf, Raspberry Pi 3, Model B. Unten ganz toll, wir haben WLAN, Bluetooth 4.1, das wird wohl irgendeine Firma sein. Hier nochmal Raspberry Pi, unten ist nichts, hier steht nochmal Raspberry Pi drauf, oben ist ein Barcode drauf, den ihr nicht unbedingt lesen müsst. Ich habe versucht, diesen Pepper da oben wegzumachen, aber es ist mir wirklich nicht gelungen. Hier wird nochmal Raspberry Pi draufstehen. Hier steht dann drauf, was für ein Modell wir haben, in ganz vielen Sprachen. Wir sehen schon, das Ding hat 1 GB RAM. Hier nochmal WLAN Bluetooth 4.1. Dann steht ganz oft drauf, Sachen mit Trademarks und so weiter. Nochmal element14.com, made in UK und ganz viele tolle Symbole, die uns nicht interessieren. Okay, dann können wir hier aufmachen. So, uns kommt direkt entgegen der Raspberry Pi, ich habe ihn schon mal ausgepackt und habe ihn jetzt irgendwie notdürftig zugemacht mit diesem Pepper hier. Und noch in der Packung ist eine Anleitung. Die will ich eigentlich gar nicht lesen, ist ja nur ein Safety Guide. Oh, es ist noch was drin. Ein Quick Start Guide. Den Quick Start Guide will ich aber auch nicht lesen, weil es darum geht, wie ich ihn einstecken kann. Naja, das will ich auch nicht lesen. Also kommen wir zum wichtigen Ding. Machen wir das auf. Der ist so schön in einer antistatischen Tüte drin. Weil PCB, wenn ihr das schockt, mit Ladung ist es nicht gut. So, legen wir ein bisschen mehr in die Mitte. Okay, das ist der Raspberry Pi. Wir haben hier Micro-USB, HDMI, 3,5mm Klinke, Ethernet und 4x USB. Da unten, falsche Seite, da unten ist dann nochmal ein SD-Card-Slot. Ich meine, das ist für ein Display, das ist für irgendwas anderes und das weiß ich auch nicht, für was es ist. Das können wir dann später nochmal angucken. Was ich jetzt zuerst machen möchte, ist, ich habe mein Case dabei, das ich gekauft habe, da sind Heatsinks dran. Die braucht man für einen Raspberry Pi nicht unbedingt, weil der auch nicht sonderlich heiß wird. Ihr könnt euch diesen Prozessor vorstellen wie das im Handy, das ist auch nur so ein ARM-Ding, ist ein 1,2 GHz Quad-Core von Broadcom. Da kommt dann jetzt einfach diese Heatsink oben drauf. Da ist unten dran Kleber. Deswegen müssen wir uns ja gar keine Sorgen machen. Mit Wärmeleitpaste und so weiter. Selbiges gilt für die andere Seite. Da hat der Kleber schon recht merkwürdige Spuren hinterlassen. So. Dann ist es drauf. Als nächstes habe ich ein wunderbares Case in Transparent, damit man mich nachher immer schön sieht. Können wir hier aufmachen. Der Raspberry Pi kommt dann später mit den Anschlüssen in richtig rum. So hier rein. Dafür brauchen wir jetzt aber erstmal Schrauben, die entsprechend dann bei dem Case dabei war. Und wir brauchen Schraubenzieher. Wir nehmen am besten mal den 3er Kreuzschlitz, dann kann ich die auch wieder wegtun. So, dann legen wir das Ding eben hier rein. Das wird jetzt sehr interessant, weil das immer eine Riesenfummelei ist. Ja, ihr seht schon, diese Schrauben hier richtig reinzukriegen. Problem ist nämlich, dass der Kreuzschlitz nicht magnetisiert ist. Und dementsprechend muss man es halt irgendwie in dieses Loch reintreffen. Das kann sich jetzt als recht schwierig gestalten. Deswegen würde ich doch fast sagen, dann machen wir hier eine Timelapse. Ich lege ein bisschen Musik drunter und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich irgendwann mal fertig bin. So, tatsächlich sind jetzt die Schrauben endlich festgezogen, also handfest zumindest. Das wackelt jetzt noch ein bisschen, aber das ist relativ irrelevant. Im Prinzip sind wir fertig, also wir können jetzt oben dann unseren Deckel drauf tun, gucken, dass die Anschlüsse richtig liegen, so. Einmal draufdrücken, hier steht noch drauf, Ethernet, LAN und so weiter. Und dann sind wir fertig mit dem Case. Dann habe ich mir noch ein Netzteil gekauft, hier, das ist jetzt von Aukru. Netzteil müsst ihr übrigens immer selber kaufen, das ist ja nicht dabei. Hier seht ihr 5 Volt 3 Ampere, ich hoffe mal, das hat sich scharf gestellt. So, ihr solltet gucken beim Raspberry Pi 3, da solltet ihr mindestens 2,5 Ampere haben.
Im Idealfall natürlich 3 oder auch ein bisschen mehr und dann passt das. Und dann braucht ihr natürlich noch eine SD-Karte. Sonst kommt ihr, wo ist es? Da unten. Sonst kommt ihr grundsätzlich nicht weit, weil das Ding keinen eigenen Speicher hat. Die schiebt ihr einfach da unten rein. So. Jetzt gucken, dass die Kontakte nach oben gehen. Und dann sind wir fertig mit dem Zusammenbau. Ich stecke jetzt noch kurz ein und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao. Als Beispielprogramm für die Textverarbeitung gibt es hier LibreOffice oder OpenOffice. Apple liefert hingegen gleich Pages, Keynote, iMovie und Fotos mit. Zusätzlich sind viele Programme vorinstalliert und können, falls diese nicht genutzt werden, mit einem Klick deinstalliert werden.